Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cattle and Corpse aus der Early Access. So, wir brauchen eine neue Mission. Tierfütterung 2. Die werden wir annehmen. Heu kommt später. Das ist ja erst dann... So, starte Mission. Okay, was war das jetzt? Behandlung, Ballen, Mission. Nicht jetzt. So, hänge den Vertimix an. Keine Ahnung, was das jetzt war. Hänge den Vertimix an, das kriegen wir hin. Steige. Jetzt haben wir irgendwie zwei Missionen. Moment, eine müssen wir gerade mal stoppen. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Aufgaben. Was habe ich jetzt gedrückt? Egal, steigen wir mal in... hängen wir den Vertimix an. Ja, was ist denn los, Hundi? So. Handbremse lösen wir. Wo haben wir den Vertimix denn stehen? Da. Gut, machen wir erstmal die Tierfütterung. Teil 2. Upsala. So, der hängt. Aktiviere den Mixer. Machen wir. Fahre zum Stalleingang. Kriegen wir auch noch hin. Wir wollen schließlich nicht, dass unsere Bullen hier hungern, ne? Das geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal gar nicht. So, entlade den Vertimix. So, der ist zu 100% voll. So, aber hier ist noch ein bisschen was, wo wir was brauchen. Macht er voll oder müssen wir irgendwie Start drücken? Ah. Das sieht zwar voll aus, aber ist leer. Ich würde das nochmal als kleinen Bug oder so einstufen. Jetzt sieht es doch besser aus. So. Ihr kriegt ja was. So. Muss ich jedes Mal die Menge auswählen? Das ist aber uncool. Das sollte eigentlich so nicht sein.
So. Ja, da haben wir jetzt aber gleich fertig gefüttert. Und dann können wir uns um die nächste Mission kümmern. So, Glückwunsch, Mission abgeschlossen. Sie haben Hunger. Stellen wir das gute Stück hier noch weg. So, dass der nicht im Weg rumsteht. So, steige in den Drescher. Den hier machen wir mal aus. Steige in den Drescher. Wo ist er denn? Da. Wir steigen in den Drescher. Aber aus der Perspektive. So, ich muss ihn einschalten. Startknopf. So. Wobei, das können wir auch gerne mal aus der Perspektive hier. Wenn ich die Handbremse löse, dann fahren wir auch. So. Haben wir angekoppelt. Dann fahren wir mal hier weiter. Passt das so? Ja, passt. Sehr gut. Dann düsen wir mal los. Hängen den vorne noch an. Und starten jetzt mal die Drescher-Mission. Wie gesagt, wir werden sie nicht fertig machen. Sondern halt so weit wie nötig und dann, dass wir sie dann skippen können quasi. So. Dann düsen wir mal los und fahren zum Feld. Welchem eigentlich? Feld 35. Da ist frei. So. Machen wir das Ganze mal aus der Perspektive. Das wirkt sehr schnell, wenn man so im Inneren ist. Dabei fahren wir gerade mal. Was fahren wir denn? Knappe 20 oder so, ne? Kommt mir also zumindest im Inneren sehr viel schneller vor. Da drücken wir mal das Knöpfchen, dann sehe ich im Navi nämlich auch den Pfeil immer Richtung Norden. Ist angenehmer, finde ich persönlich. So, einmal scharf ums Eck. Und weiter geht's. Spiegel könnte ich theoretisch einstellen, aber macht jetzt glaube ich keinen Sinn in der Mission einfach. Das ist dann später mal, wenn man mal wirklich alle Geräte hat im freien Spiel und sein eigen nennt, dann macht das eher Sinn. Aber so jetzt gerade nicht wirklich. Überleg gerade, theoretisch müsste man doch hier einen Joystick hinmachen können, den man dann so als Fahrtenregler nutzt, so wie der hier, der sich da bewegt.
So, biegen wir ab. Brav blinken, das sieht man zwar hier drin nicht. Doch, da sieht man den Blinker. Und dann sind wir auch gleich schon bei Feld 35. Hab keine Angst. Ich tu dir nix. Vielleicht ein bisschen großes Maschinchen, aber... So, Feld 35. Bling. Fahren wir hier ein bisschen mit dem Ding an den Rand. Reicht das von der Länge her? Nö. So. Einmal abhängen. Den lassen wir durch. Da kommt keiner. So. So, der hängt. Der steht jetzt da natürlich ein bisschen ungünstig. Fährst du weiter? So. Man fährt natürlich, wenn da so ein Mähdrescher steht, fährt man natürlich möglichst dicht dran, dass er auch ja nicht die Chance hat zu rangieren. So, wir müssen das öffnen. Einschalten. Absenken. Und auf geht's. Dann ernten wir mal drauf los. Jetzt doch auch theoretisch. Das Häckselding da. Macht er jetzt Schwaden oder nicht? Oder nicht, würde ich sagen. Slot 5. Ist das der hier? Ja, der ist das. Jawohl, so, den wollte ich eigentlich. Läuft. Dresche das Feld. Es müsste hier eigentlich auch bald schon irgendwo ein Helfer angefahren kommen. Denke ich doch. Der uns dann halt nachher lehrt. Einmal zurück.
Und weiter geht's. Ich kann auch mal in die Innenansicht gehen. Das ist hier für einige auch immer ganz interessant. Es wirkt sehr viel schneller, wenn man so von innen das anschaut. Ich weiß nicht, ob das so beabsichtigt ist. Oder ob das tatsächlich so der Fall ist. Aber ich persönlich bin eher ein Fan von der Außenansicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber die Bahn fahren wir jetzt mal in der Innenansicht, die nächste dann wieder in der Außenansicht. In der Außenansicht sehe ich auch besser, ob das von der Breite her und so alles passt. So. Gibt noch ein bisschen Grafikfehler beim Wechsel. Muss ich so feststellen. Muss man da innen an sich auch mal gucken können. Das hier. Wie das Getreide da rein saust. Ist auch schön animiert, finde ich. Von hier kann man es natürlich auch angucken. Aber nicht zu lange, wollen wir sonst von der Bahn abkommen. Das ist dann auch nicht ganz zielführend. So, wir sind halb voll. Der Helfer-Dude könnte so langsam aber sicher mal kommen. Und uns ein wenig helfen, ne? Entladen zum Beispiel. Ja, so rum. Weiter geht's. Nicht, dass er auf dem Hof festhängt, das kann natürlich auch passieren. Sollte nicht, aber kann. Ist nie ganz auszuschließen. Ist leider immer noch der ein oder andere Bug drin hier beim Helfer. Von dem her. Aber das wird es, denke ich, demnächst dann auch mal besser werden. Grundfunktionen, wie gesagt, die sind alle drin. Und jetzt geht es quasi dran, das Ganze mal auszubauen und zu optimieren und Fehler zu beheben und so weiter und so fort. Ja, wie jetzt jemand letztens anmerkte, die Pflegebereifung fehlt natürlich noch. Das sind also Dinge, die kommen jetzt so nach und nach dann, denke ich. Wo bleibt der Helfer? Der sollte eigentlich schon längst da sein. Ich muss mal kurz gucken. Wo der Typ... So ähnlich habe ich mir das gedacht. Dass der sich irgendwo festgefahren hat. Das sind also die Feinheiten, die müssen hier noch behoben werden. So dass wir da dann, ja, dass solche Fälle nicht mehr, ja, ist ja gut. Ich fahre ja schon auf Seite. Dass solche Fälle halt nicht mehr auftreten. Man weiß halt auch nie so genau, wo wollen sie denn jetzt lang, ne? So. Machen wir aus. Ja, der ist auf dem Weg, sehr schön. Dann können wir schon mal das Rohr ausklappen.
Machen wir das hier mal auf Slot 5, das auf Slot 6 und das auf Slot 8. Was erzähle ich? 6, 7, 8 machen wir natürlich. So. Dass der gute Helfer dann schon mal weiß, wo er hingehört. Weil wir sind jetzt dann gleich voll. Aber er dürfte jetzt bald angefahren kommen, von dem her. Hoffe ich doch. Fahren wir mal langsam weiter, bis wir voll sind. Und hoffen, dass der Helfer dann jetzt gleich erscheint. Gleich ist voll. Da ist er. Ich sehe ihn schon. Sehr gut. Da hinten kommt er angefahren. Lässt sich Zeit. Muss erstmal überlegen. Wo er denn eigentlich hin muss. Aber da kommt er. Sehr schön. Mit einem netten kleinen Anhänger. Hallo Helfer! Ja, das ist echt noch was, was wir noch wirklich beheben müssen, dieses Festfahren. Aber auch das wird noch werden, denke ich. Wieso fährst du durchs Getreide, du Nudel? Kann man mal machen, muss man aber nicht. Okay, so war das Ganze nicht gedacht, aber naja, ist ja nur. Eigentlich müsste der. Noch mal ein bisschen anders stehen, weil so geht ein Großteil daneben, würde ich sagen. Aber gut. Machen wir das halt so. Jetzt passt es besser. Eigentlich kommt er ja angefahren, während wir am Fahren sind. Also kurz bevor wir voll sind, kommt er dann her. Ich hoffe, das können wir in der nächsten Folge dann sehen, weil die jetzige ist um. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir ja, dann hier die Ernte weitermachen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.